Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute den 24. Dezember und ich möchte in diesem Jahr einmal für euch mitvloggen. Das habe ich, glaube ich, so noch nie gemacht, um euch zu zeigen, so ist Weihnachten als Alleinerziehende. Und da springe ich nochmal auf gestern Abend zurück. Da habe ich mit Svea, es ging nochmal so um Weihnachtsgeschenke und was sie hofft, was von ihrem Wunschzettel der Weihnachtsmann bringt. Und ich dachte nur so, das kommt nicht und das kommt nicht und das kommt nicht. Und es ist okay, wenn eure Kinder enttäuscht sind, wenn es diese eine Sache vom Wunschzettel nicht gibt. Dafür gibt es andere Dinge, über die sie sich freuen werden. Und das ist kein Weltuntergang. Und dann kam ich so gedanklich auf dieses, wie viel Druck man sich als Elternteil macht. Als Alleinerziehend, glaube ich, noch mehr diese Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Dieses, oh, ich muss ab morgen früh ganz viel Weihnachtsmagie und Weihnachtsstimmung und bah, bah, bah. Nee, muss ich nicht. Das, was ich heute und oder die nächsten 3 Tage haben muss, ist eine gute Zeit. Eine schöne Zeit. Punkt. Und das, was meine Kinder sich wünschen an diesen Tagen, ist, gesehen und geliebt zu werden. Punkt. Ich kann genau so viel machen, wie ich schaffen kann und wie ich möchte. Und ich muss gar nichts. Ich muss vor allen Dingen mir selber weniger Druck machen. Wir sind also ganz entspannt in den Tag heute gestartet. Mit Film gucken und Mario Kart spielen. Den Film haben wir noch nicht mal zu Ende geguckt. Und ich mache jetzt ein Mittagessen, was ganz Einfaches, weil es ja dann am Abend die Leckereien gibt. Genau, und so viel Spannendes ist da heute hier noch nicht passiert. Der 24.12. hält ja einige Personen auch nicht davon ab, Negativität zu streuen. Und deswegen habe ich hier jetzt gerade, das sind so die Überreste der Übung, nochmal kurz die Strichmännchen-Methode angewandt. Die hat meine Freundin Yvette super gut in einem ganz kurzen Video erklärt. Das dauert auch nur wirklich 2 Minuten, um das zu machen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr so negative Verbindungen mit anderen Menschen lösen wollt. Und ich bin jetzt hier gerade dabei, was zu essen zu machen. Wir hatten noch selbstgebackene Plätzchen. Gestern habe ich aus einer Not heraus noch Kirschmuffins gemacht. Und jetzt gibt es hier gleich noch dazu so eine Naschi-Birne. Und wir werden unseren Film zu Ende gucken, den wir heute Morgen angefangen haben. Und dann geht es jetzt auch richtig mit großen Schritten dahin, wohin sich die Kinder schon seit Stunden sehnen. So, ich bin in die Küche zurückgekehrt und während ich jetzt hier Kartoffeln schäle, nutze ich mal die Gelegenheit, euch zu erzählen, was die letzten Stunden passiert ist. Wenn ich über geheime Weihnachtsaktivitäten spreche, muss ich immer aufpassen, dass mich die Kinder nicht hören. Also das erste Jahr Weihnachten, was ich allein mit den Kindern verbracht habe, das war 2018. Das jetzt hier schon ist mein 6. Ich bin jetzt ein alter Hase. Aber da war ich damals sehr, sehr dankbar, dass uns quasi meine Schwester aufgefangen hat. Und dann die Jahre ist man einfach erfinderisch geworden. Und mittlerweile läuft es tatsächlich so, dass wir dann am Nachmittag spazieren gehen. Die Kinder schon vor mir das Haus verlassen. Ich schnell die Geschenke unter den Baum packe und dann auch nach draußen gehe. Und wenn wir dann von draußen wieder reinkamen, war halt der Weihnachtsmann da. Genau, und dann gab es jetzt Bescherung. Wir haben alles ausgepackt. Alle waren sehr, sehr glücklich. Kein Kind war unglücklich mit seinen Geschenken, zum Glück. Ich wurde auch von meinen 3 engsten Freundinnen beschenkt. Das fand ich unglaublich wunderschön. Also die Frauen, die auch in den letzten 3 Monaten so wahnsinnig viel für mich da waren. Ich denke, meine Weihnachtsgeschenke werde ich euch innerhalb dieses Vlogs auf jeden Fall nochmal zeigen. Und es gab Mario Party und das haben wir gerade so ein bisschen angespielt. Und jetzt muss ich natürlich in die Küche zurück, weil wer dann gleich was essen will, muss es auch kochen. Und bei uns gibt es am 24. traditionell, das ist ja überall anders, Kartoffelbrei, Sauerkraut und Weihnachtsbratwürste. Das sind auch ganz bestimmte Bratwürste, die man vorher bestellt.
Und das koche ich jetzt. Die Kinder spielen mit ihren Weihnachtsgeschenken. Und danach läuft eigentlich das normale Abendprogramm ab, wie sonst auch. Und wie mein traditionelles Weihnachtsabendprogramm aussieht, das seht ihr dann noch. Ich schäle jetzt hier weiter meine Kartoffeln und mache es mir schön, indem ich mir jetzt gleich meine Weihnachtsplaylist anmache. Ich habe versucht, fertige Playlists zu hören oder auch, es gibt ja so von Radiosendern auch so Weihnachtslieder-Stream-Dinger-Zeug. Das hat mir alles nicht gefallen. Daraufhin habe ich mir dann bei YouTube einfach meine eigene Weihnachtslieder-Playlist gemacht, weil ich da, glaube ich, sehr speziell bin. Da ist zum Beispiel Destiny's Child drauf und Ed Sheeran und sowas. Und die werde ich mir jetzt hier schön reinballern, während ich koche. Und wenn ich ganz großes Glück habe, die Küche sieht chaotisch aus, die muss ich nebenbei noch ein bisschen aufräumen. Und wenn ich dann ganz großes Glück habe, schaffe ich es schon eins, der Weihnachtsgeschenke für meine Familie morgen fertig zu machen. Aber wenn das soweit ist, seht ihr das auf jeden Fall. So, ich habe es tatsächlich noch geschafft, den ersten Teil der Geschenke für meine Familie morgen zu machen. Also, so wahnsinnig schön sieht es jetzt nicht aus, abgefüllt. Aber das ist Vanillekipferl-Creme. Die habe ich gemacht und dann mache ich morgen noch ein zweites mit dazu. Das sind einfach die Mitgebse, wenn wir morgen zu meiner Familie gehen. Schmeckt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker. Wen das interessiert, ich habe es mit dem Thermomix gemacht. Kann man sicherlich aber auch machen, wenn man keinen hat. Ich verlinke euch das Rezept unten in der Infobox. Ich dachte, ich drehe euch noch meine Geschenke von heute ab. Eine Sache muss ich euch morgen früh zeigen, weil die musste ich sofort aufhängen. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Das war so schön, das habe ich mir direkt in mein Zimmer gehangen. Das zeige ich euch morgen früh. Dann habe ich von meiner anderen Freundin unter anderem diese Kerze hier bekommen. Ich muss sie unbedingt fragen, wo das her ist. Die riecht nämlich unglaublich gut. Die riecht so krass. Das ist der Oberknaller. Aber vielleicht könnt ihr das auch googeln, wenn euch das interessiert. Mega. Also die riecht mega, 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 mega gut und sieht natürlich auch toll aus. Dann habe ich, das war ein Set, hier gehört noch eine Mini-Klangschale und so ein Holzbrett dazu. Das ist aber schon in Benutzung seit heute und ist hier irgendwo in der Wohnung. Dann war hier so ein kleiner Stein dabei, das ist ein Sodalith. So ein toller Stift. Hier. Und dieses Journal. Die Sticker hier drin finde ich auch mega cool. Guckt mal. Voll schön. So, dann geht es weiter. Dieses Buch habe ich geschenkt bekommen, auch von einer Freundin, von James Clear. Die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das lese ich im nächsten Jahr. Das ist relativ dick und ich brauche auch ein wenig länger meistens für Ratgeber. Und deswegen wird das bestimmt so 4 bis 6 Wochen dauern. Dann habe ich hier gekriegt, auch für cool, so einen Wochenplaner. Sowas brauche ich ja, sowas liebe ich ja. Dann habe ich neues Briefpapier geschenkt bekommen. Ich bin ja jemand, der tatsächlich noch Briefe schreibt und das sehr, 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 sehr liebt. Und meine Freundin wusste, dass mein Briefpapier leer gegangen ist. Beziehungsweise weiß ich eigentlich noch, dass ich noch, ich hätte gedacht, noch ein paar Seiten von meinem Harry Potter Briefpapier habe. Aber das habe ich nicht gefunden. Das hier ist auch total süß. Guckt mal, wie schön. Da hat man gleich Lust auf Frühling. Und dann habe ich noch einen Wandkalender geschenkt bekommen. Lichtmomente, Magie des Augenblicks. Der ist auch total schön. Und das ist sogar mega praktisch. Ich hätte mir nämlich fast einen kurz vor Weihnachten noch gekauft und dachte dann, ach, im Januar sind die alle so günstig, da kannst du dir auch noch einkaufen. Und jetzt habe ich einen geschenkt bekommen. Ich habe nämlich einen ganz bestimmten Plan,
mit diesem Kalender, warum ich mir auch einen kaufen wollte, weil ich etwas Neues beginne und etwas haben wollte, wo ich die Tage abhaken kann, an denen ich an diesem Projekt gearbeitet habe. Deswegen kommt das sehr, sehr passend. Und hier kommen noch die Geschenke, die ich mir selber gemacht habe. Also seit ich alleine mit den Kindern bin, habe ich mir schon im ersten Jahr angewöhnt, mir selber was zu kaufen, was dann für mich unterm Baum liegt. In den ersten Jahren war das natürlich, oder im ersten Jahr war das natürlich, weil die Kinder das ja sonst komisch gefunden hätten, wenn nur sie Geschenke unterm Baum haben und ich nicht. Und dann habe ich es auch für mich gemacht, weil ich mich tatsächlich wahnsinnig auf diese Geschenke gefreut habe, die ich mir halt die Wochen zuvor gekauft und weggelegt habe. Und so war es auch in diesem Jahr wieder. Ich habe mich wie ein kleines Kind auf diese Geschenke gefreut, obwohl ich ja wusste, was ich mir schenke und trotzdem. Der Schmuck, den ich mir geschenkt habe, der liegt jetzt hier nicht mehr dabei. Den habe ich mir schon zu meinem anderen Schmuck geräumt. Den seht ihr aber, glaube ich, morgen, weil ich den morgen ummachen werde. So, ich habe mir geschenkt den leider letzten Teil der Heartstopper-Reihe. Ich liebe Heartstopper. Heartstopper bedeutet mir ganz, 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 ganz viel. Und das ist jetzt leider der letzte Teil dieser Graphic Novel. Und das macht mich traurig und ich habe ein bisschen Angst, es zu lesen und es vor allen Dingen zu Ende zu lesen, weil es dann zu Ende ist. Dann habe ich mir gekauft, da die Autorin habe ich in diesem Jahr neu entdeckt und sie war meine absolute Lieblingsautorin in diesem Jahr. Und sie hat kurz vor Weihnachten nochmal ein neues Buch rausgebracht, nämlich Check und Mate, Zug um Zug zur Liebe. Und ich weiß jetzt schon, dass das ein grandioses Buch ist, was ich in 2 Tagen gelesen habe. Und es hat so einen wundervollen Farbschnitt. Das haben wir jetzt neuerdings ganz viele Bücher und das hatte es halt einfach auch. Also wenn ihr da Inspiration sucht, die Autoren, kann ich euch sehr empfehlen. Das sind so Enemies to Lovers Bücher. Und dann habe ich mir dieses Schreibset geschenkt, was ich übrigens auch meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt habe. Auch in derselben Farbe, glaube ich, weil ich die Farbe so sehr mochte. Das ist quasi dieses Buch und mit so einem passenden Stift dazu. Ich mochte auch, dass es Soulbook heißt. Und in dieses Buch sollen ganz bestimmte Dinge rein. Hier wächst das Projekt, was ich auch in diesem Kalender mitchecken werde. Und da freue ich mich sehr drauf. Matchy. Da freue ich mich sehr darauf. Das wird mein Lieblingsprojekt im neuen Jahr. Seit ich den Entschluss zu diesem Projekt gefasst habe, freue ich mich da wie wahnsinnig drauf. Ich versuche euch einen kleinen Abriss des bisherigen zweiten Weihnachtsfeiertages zu geben, während ich jetzt einen alkoholfreien Weihnachtspunsch koche. Den ersten Weihnachtsfeiertag, den zweiten Weihnachtstag, verbringen wir quasi mit meiner Familie und sind jetzt gerade vom Essen zurückgekommen. Was ich heute früh schon gemacht habe, war, ich habe jetzt zu der Vanille-Gipfelcreme noch ein Kürbiskernaufstrich dazu gemacht. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Und wir haben heute früh angefangen, den zweiten Film von Familie Klaus zu gucken. So. Ich mache jetzt einen alkoholfreien Weihnachtspunsch. Die Kinder ruhen sich ein bisschen aus. Ich will mich dann eigentlich auch noch mal kurz für mich sein, weil ja heute auch die erste Rauhnacht ist. Da kann ich euch dann wieder mitnehmen. Jetzt erstmal Weihnachtspunsch. Wie immer, ich verlinke euch die Rezepte von den Aufstrichen und vom Weihnachtspunsch in der Infobox. Wen das interessiert, der kann einfach nachgucken. Zu gestern Abend wollte ich noch was erzählen. Ich hätte euch ja eigentlich gesagt, ich zeige euch dann, was mein Abendprogramm am 24.12. ist. Mein Abendprogramm war dann Kinder, die nicht schlafen konnten. Weswegen ich dann auch einfach ins Bett gegangen bin, einfach, um dann um 11:15 zu schlafen. Habe also mein traditionelles Weihnachtsprogramm gestern nicht gemacht und hoffe heute auf einen neuen Versuch. Während der jetzt hier 15 Minuten gleich vor sich hin köchelt, lese ich in diesem Buch alles zur ersten Rauhnacht heute. Ich habe ein ausführlicheres Video zu dem Buch auf meinem Buchkanal gemacht.
kann ich euch gerne nochmal verlinken. Kann euch aber auch das Buch einfach unten in der Infobox mal verlinken. Von Christine Dola, Die weibliche Energie der Rauhnächte. Eine magische Reise für Frauen, weil ich begehe zum ersten Mal diese Rauhnächte ganz so unter Weiblichkeit, den Archetypen und eben dieser weiblichen Energie. Freue mich da wahnsinnig drauf, dass es heute losgeht. So, wir brechen jetzt wieder auf für Teil 2. Kaffee trinken, Bescherung, Abendessen mit 11 Personen. Aber die Kinder freuen sich sehr auf ihre Geschenke. Achso, das ist übrigens mein Schmuck von gestern, den ich mir geschenkt habe. Der Ring und der Ring. So, und hallo am Dienstag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, am dritten Weihnachtstag. Ich bin heute alleine. Die Kinder sind bei ihren anderen Großeltern heute, die sind gerade losgemacht. Und die anderen Jahre habe ich das meistens so gemacht, dass ich dann zu meiner Familie gefahren bin und da zumindest mit gegessen habe und auch noch so ein paar Stunden verbracht habe. Dieses Jahr habe ich mich aber ganz bewusst dafür entschieden, diesen Tag alleine verbringen zu wollen. Weil ich habe das so selten, dass ich kinderfreie Zeit habe und die wollte ich heute gerne alleine verbringen. Ich habe auch eine ellenlange To-Do-To-Want-List gemacht von Dingen, die ich heute gerne machen wollen würde. Und bin heute Morgen schon aufgewacht und war schon so, okay, das ist zu viel. Das stresst dich, das ist zu viel. Lass die Liste jetzt erstmal so stehen und guck erstmal, wie weit ich so komme, auf was ich auch Lust habe. Also so fürs neue Jahr vor allen Dingen. Ich habe aber auch schon damit angefangen, ist so meine große Prämisse. Ich mache das, worauf ich Lust habe, im Rahmen der Möglichkeiten. Genau, aber ihr werdet ja sehen, was dann tatsächlich heute so passiert. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist, dass ich 2 Videos für meinen Buchkanal drehe. Deswegen sitze ich auch hier. Das sind auch die letzten für dieses Jahr. Und ich bin ganz froh, dass ich die Ruhe habe, um das jetzt machen zu können. Und das passiert jetzt hier erstmal. Ich habe hier meine Harry Potter Schürze an. Ich habe tatsächlich erst mit dem Gedanken gespielt, mir irgendwas Weihnachtliches entweder selber zu kochen oder kann man ja auch so sich bestellen und dann hatte ich aber doch nicht so Lust drauf und habe mir jetzt einfach eines meiner Lieblingsessen gekocht, was die Kinder nicht mögen. Und zwar habe ich Linsencurry gemacht und das esse ich jetzt, während ich habe gesehen, bei Disney Plus gibt es einen neuen Hercule Poirot-Film und den werde ich jetzt anfangen beim Essen. Also für diesen Spaziergang jetzt musste ich mich extremst selbst motivieren. Ich habe immer keine Lust, aber ich weiß, dass ich es brauche und dass es wichtig ist. Und dass ich abends viel, viel besser schlafen kann, wenn ich jetzt spazieren gehe. Und Überraschung, ich bin auch schon nicht mehr alleine. Nach 4 Stunden stand das erste Kind schon wieder vor der Haustür. Ja, so viel zu meinem freien Tag heute. Nun ja, wir gehen jetzt erstmal spazieren. Also alles anders geplant begehe ich jetzt nichtsdestotrotz die zweite Rauhnacht. Auch nicht an meinem üblichen Space, weil ja eben alles anders kam. Deswegen habe ich mich jetzt in mein Zimmer zurückgezogen, mache hier mein Räucherstäbchen an und zeige euch gleich, was ich jetzt noch nutze für die Rauhnächte. So, was ich jetzt quasi brauche, also ich mache wieder die Mini-Version, wie gestern auch schon, weil es, ja, ich wollte heute eigentlich die XXL-Version machen, aber nun gut. Ich lese erst zur zweiten Rauhnacht in diesem Buch, Die weibliche Energie der Rauhnächte. Dann habe ich eine Rauhnachtsbegleitung, also das ist mein Laptop, da höre ich mir quasi die Audio zur zweiten Rauhnacht an und mache die Meditation dort mit. Jetzt natürlich alles mit Kopfhörern, weil ich nicht alleine zu Hause bin. Danach ist hier mein Journal. Beantworte ich die Journal-Fragen, die bei der Rauhnachtsbegleitung dabei sind zu dieser Nacht. Und dann werde ich noch meinen 13. Wunsch
nee, nicht meinen 13. Wunsch, sondern einen meiner 13 Wünsche, draußen verbrennen gehen. Wir haben ja auch immer noch das Thema, dass ich auch gestern nicht geschafft habe, tatsächlich Liebe zu gucken. Und es heute ganz augenscheinlich auch wieder nichts wird. Oh, also ich hoffe noch das Beste auf heute Abend. Vielleicht geht das ja doch noch irgendwie. Aber so ist es dann halt manchmal. Kann man nichts machen, ich überlebe das ja auch ohne tatsächlich Liebe. Und das Jahr hat ja auch noch ein paar Tage. Dann ist es halt nicht die traditionelle Weihnachtstradition geworden. Mein Gott. So, ich bearbeite jetzt einfach nur noch diesen Vlog. Ich habe halt dieses Jahr einfach nicht tatsächlich Liebe geguckt. Komme ich auch drüber weg. Und dann versuche ich zumindest heute noch mein neues Buch anzulesen, was ich mir ja geschenkt hatte. Von Ailey Hazelwood, Check and Mate, Zug um Zug zur Liebe. Und damit verabschiede ich mich von diesem Weihnachtsvlog. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir einen lieben Kommentar. Das hilft mir hier auf YouTube sehr. Und dann ist planmäßig noch ein ASMR-Video zum Jahresende geplant. Wir werden sehen, ob das stattfinden kann. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ein paar wundervolle Tage. Tschüss!